Hallöchen, ich bin Nadine von Elegant Kochen und möchte heute mit euch einen Rhabarber-Spritz alkoholfrei machen. Ich hoffe, ihr mögt auch so gerne Cocktails. Aktuell hat man ja eher weniger die Gelegenheit dazu, aber deshalb muss man sich die zu Hause unbedingt selber machen. In meinem letzten Video habt ihr ja gesehen, dass ich einen Rhabarbersirup gemacht habe und der ist eben heute auch Grundlage für das Rezept. Also falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, verlinke ich euch gerne unten, könnt ihr euch nochmal anschauen und da findet ihr dann eben auch nochmal das Rezept für den Sirup, den wir eben jetzt gleich benötigen. Wir brauchen gar nicht viele Zutaten. Ich zeige euch jetzt direkt mal, was wir brauchen. Ich habe hier jetzt schon einmal mein Glas und auch ein Glasstrohhalm, dann nochmal eine Rhabarberstange, die habe ich nochmal in der Mitte durchgeschnitten, ein Rosmarinzweig, 50 ml Mineralwasser, also mit Sprudel, 100 ml Zitronenlimonade, 2 cl von unserem Rhabarbersirup und ganz viele Eiswürfel. Da wir den Rhabarbersirup ja schon fertig haben, brauchen wir heute gar nicht mehr unseren Thermomix, sondern können alles einfach hier zusammenmischen. Ich habe jetzt hier mein Glas und da kommen jetzt direkt die Eiswürfel rein. Dazu kommt dann einmal die Zitronenlimonade und auch unser Mineralwasser. Dann auch noch unser Rhabarbersirup. Können wir das Ganze jetzt schon einmal umrühren. Für die Deko nehmen wir hier auch nochmal unsere Rhabarberstange und auch den Rosmarinzweig. Ja, und fertig ist auch schon der Sommercocktail. Den könnt ihr jetzt einfach genießen. Er sieht wirklich richtig schön aus. Ich bin auch gerade nochmal hier mit dem Rosmarinzweig und dann könnt ihr dann einfach mal direkt probieren. Also wirklich richtig schön erfrischend. Und natürlich auch schön durch die Zitronenlimonade, aber auch gerade nochmal so durch den Rhabarber. Also wirklich, den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Richtig, richtig lecker. Ich schreibe euch nochmal die genauen Zutaten auf meinen Blog elegant-kochen.de. Das Rezept setze ich euch unten nochmal in die Infobox und dann könnt ihr auch direkt mal starten. Also ich glaube, den muss ich mir jetzt jeden Tag genehmigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!